Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde im Herbst 1410. Wir als Bürger Gaius Julius befinden uns in Köln. Oh, und wir können uns auf ein Amt bewerben. Das Amt des Ratsassistenten. Das machen wir natürlich. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Haben wir hier die Absetzung von ihm beantragt? Ich weiß es gar nicht, okay. So, das heißt, wir werden hier mal den Silberring wieder benutzen. Das heißt, wir steigen in der Gunst der beiden. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir oh, Leute. Verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patrizier. Oh, sehr schön, Leute. Wir sind Patrizier geworden. Wir sind aufgestiegen. Sehr gut. Gedichte, wie viel kosten die normal? Ja. Weißt du was, da kaufen wir gleich mal zwei. Und sicherheitshalber verwenden wir direkt eins. Obwohl, wartet mal, wir brauchen ja eigentlich hier nur zwei Leute. Nee, nee, wir verwenden nicht das Gedicht, das können wir uns noch aufheben. Wir verwenden nochmal den Knochenarmreif, dann haben wir den hier auf jeden Fall auf unserer Seite. Und das reicht ja vollkommen. Gut, also politisch läuft es. Jetzt schauen wir mal, ob's... Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Das ist schön. Als nächstes wollen wir schauen, ob es auch wirtschaftlich läuft. Deswegen gehen wir wieder in unsere Drechslerei. Ihr wisst es, am Anfang muss das Ganze immer ein bisschen laden. Ja, ja, sie ist jetzt Patrizierin, das ist ja schön und gut. Oh, Kämmel, okay. Ihr wünscht? Ich möchte, dass du Kämmel machst, bitte. Und können wir den einen hier schon aufsteigen lassen zum... Ne, der ist noch 2 Jahre Lehrling, den werden wir dann auch, wenn er 4 Jahre hat, aufsteigen lassen. Erweiterung können wir nicht machen. Wir haben hier Buche. Oh, und die Gehstöcke, da haben wir genügend produziert. Ihr wünscht. Du machst mal bitte hier noch Schutzkreuze. So. Oh, Gold ist sehr teuer, habe ich jetzt im Augenwinkel gesehen. Also, Gehstücke verkaufen wir nicht. Schutzkreuze noch nicht. Aber können wir schon irgendwas billig kaufen? Kiefernholz und Buche. Ja, dann gehen wir doch mal zum Marktplatz, würde ich sagen. Und kaufen hier mal billig ein. Gold ist mir zu teuer, dass ich es jetzt kaufe. Der Kaiser hat teuer sein Leben ausgehaucht. Das ganze Reich trauert um seinen Herrscher. Oh ja, der Kaiser ist tot. Mal schauen, wer hier der neue Kaiser wird. Oh, ihr seht gerade hier, die Stadtwache wurde verbessert. Upgegradet sozusagen. So. Bisschen Buche und sehr viel Kiefer gekauft und zurück geht's. Und hier entsteht ja unsere zweite Tischlerei. Die wird natürlich gebaut. Das dauert ein paar Jahre. Mittlerweile haben wir 1102 Köpfe, die in der Stadt leben. Schön, dass es hier nach Köpfen geht. Ja, wir werden unsere Dynastie begründen. Wir haben ja schon einen Sohn. Genau, wir wurden Patrizier. Ein Titel wurde vergeben. Eine Hochzeit. Der Kaiser ist tot. Und unser Transport ist angekommen. So. Dann verladen wir hier mal wieder alles. Uiuiuiui, uns wird hier übel mitgespielt. Das gibt's doch gar nicht. Wir verkaufen mal den Kamm. Ihr seid der Meister. Der macht gerade gute Preise, der Kamm. Was kostet der eigentlich? 2 Holzzapfen, deswegen muss einer hier weiterhin Holzzapfen machen. Schon erledigt. Tour eines eurer Karren ist abgeschlossen. Ich will jetzt mal, dass 2 Leute hier den Kamm machen. Das geht alles ein bisschen schneller dann. Der Kaiser ist tot. Lothar Aufschneider macht euch mit finsteren Drohungen Angst. Okay. Dann haben wir jetzt halt ein bisschen Angst vor dir. Das. Oh, wir haben sogar nochmal durch unser Verhandlungsgeschick einiges bekommen. Sehr gut. Ja, wir kaufen nochmal ein bisschen Buche. Wieso nicht? Reparatur abgeschlossen. Und der neue Kaiser ist Sigismund von Luxemburg. Wie immer mag uns der Kaiser nicht. Genauso wie der Papst. Das ist immer gleich. Da wird sich nichts ändern. Haben wir. Oh, es gibt schon Ehrenämter. Räuberhauptmann gibt es jetzt als Ehrenamt. Hier sind unsere Dynastien. Wir können uns nochmal hier vergleichen. Ja, wir sind vorne dran, Leute. Wir sind vorne dran gegenüber den anderen Dynastien. Es läuft jetzt richtig bei uns, seit wir diese Schutzkreuze auf einmal verkauft haben und richtig Geld gemacht haben. Das ist wunderbar. Wieso brauchen denn die so lang, um einen Kamm zu produzieren? Ich habe doch jetzt hier 2 Leute, 2 Gesellen, die einen Kamm bauen.
Oh, der eine Typ kommt mit den Holzzapfen kaum hinterher. Die müssen sich alle ranhalten. Was haben wir hier? Eine kaiserliche Patrouille taucht in eurer Drechslerei recht brüchig auf und konfisziert für die Truppen seiner Hoheit kurzerhand 20% eurer dort gelagerten Waren. Nein! Ach nein, wieso? Der böse Kaiser. Unglaublich. Jetzt haben wir überall 20% weniger deswegen. Vielleicht haben wir deswegen auch einen Kampf verloren. Oh Mann. Ja. Also ich und der Kaiser werden schon mal keine Freunde mehr, Leute. Wir können jetzt hier den mal nutzen. Und schauen mal zum Waldstück. Ja, ich werde hier kein Freund des Kaisers. Schauen wir doch mal unseren Stammbaum an. Wir sind derzeit 26. In dem Spiel wird man zwischen 40 und 50 Jahre alt. Also nicht sehr alt. Das muss man immer mit einberechnen. Das ist unsere Frau. Die hat ganz gut Geld. Ist eine Edelfrau. Ja. Und hier haben wir unseren Pompeius Julius. Gerade 2 Jahre alt. Ich hoffe ja auf einen zweiten Sohn. Noch. So. Ja, Buche ist jetzt wieder eher teurer geworden. Kaufen wir doch mal hier die 7 Eiche. Die ist jetzt auch wieder teurer geworden. Das haben wir genau richtig gemacht, denke ich. Hier wird auch irgendwas gebaut. Überall wird in der Stadt gebaut, liebe Leute. Wie auch bei uns hier. Hier wird auch Einer schön eurer gebaut. Umlandstransporte hat ein Waldstück erreicht. Jawohl, Waldstück Unterholz. Ach, kommt, Leute, schaut mal, wie billig das Ganze hier ist. Willkommen. Wenn ihr etwas kaufen wollt, dann kommt doch näher. So, jetzt ist nur die Frage, lohnt sich hier eine Eskorte bei dem weiten Weg? Kostet halt noch mal 100 mehr, ne? Nee. Wir versuchen es einfach mal ohne Eskorte. In Ordnung. Ist ein bisschen risikoreich, aber es geht ja nur um billige Waren. Das ist, denke ich, in Ordnung. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, hier bald Probleme. Ich denke, wir warten hier mal noch kurz. Ja, und die Holzzapfen werden schon weniger. So, aber die Kämmer, die bringen uns, denke ich, ganz gutes Geld. Sehr schön. Ach genau, sehr gut, dass der uns daran erinnert. Ihr denkt wahrscheinlich auch schon, wieso macht denn der nichts mit seinen Aktionspunkten? Ja, ich habe nicht dran gedacht. Okay, wir können bald einen neuen Meistergrad erlernen. Machen wir doch erstmal hier noch Handwerkskunst. Spulen mal ein bisschen vor, es ist schon wieder gleich Abend, Leute. Aber die Kämme hier verkaufen wir noch, um ein bisschen Gewinn zu machen. So wie wir das mögen. So. Jemand beleidigt euch zutiefst mit seinem Auftreten. Das finde ich aber nicht schön, dass da uns jemand beleidigt. Gold ist leider, naja. Wir kaufen mal 2 Gold. Franz ohne Land. Keines Blickes werden wir gewürdigt. Meine Güte. So, unser Transporter hat es anscheinend geschafft. Okay. Knappe Sache. Ja. Wir haben genau ein Kiefernholz zu viel, aber das sollte doch hoffentlich hier gleich weggehen mit dem Holzzapfen. So, ja, Gold brauchen wir unbedingt wieder. So. Ja, jetzt können wir das nämlich hier hin Die tun. Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Das freut uns. Aber bei Schutzkreuzen können wir, denke ich, noch ein bisschen warten. Gehstöcke aber könnten wir vielleicht verkaufen. Ich werde mal hier 2 Stück vielleicht verkaufen. Ihr seid der Schade, der Kamm Meister. wäre fast noch fertig geworden. So, dann verkaufen wir hier mal den Kram, den wir geschickt haben. Oh, verdammt, da ist jetzt gerade der Preis gesunken, ihr habt es gesehen. Ah, das ist immer ärgerlich. Wenn mal eine Sekunde irgendwie zu spät ist und der Preis sinkt. Kaufen wir noch ein bisschen Gold. Hoffentlich wird das jetzt nicht überfallen. Das fände ich jetzt nicht so gut. Ja, Gehstücke sind in einem akzeptablen Bereich, um sie mal wieder zu verkaufen. Jawohl, wir haben sogar hier wieder durch unser Verhandlungsgeschick alles richtig gemacht. Ja, die restlichen Sachen sehen nicht so interessant aus. Wir können den großen Transporter hier mal
zur Mine schicken. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir vielleicht dort noch ein bisschen billiger Gold kaufen können. Leute, wir haben die Tischlerei hier errichtet. Wir stellen natürlich jetzt noch keinen ein, sonst haben wir hier Lohnkosten, ohne dass jemand gearbeitet hat. Aber wir haben ja das Geld, wir werden gleich mal hier investieren und die ganzen Verbesserungen raushauen. Und wir haben ja auch schon einen zweiten Karren, der kann dann von der Mine direkt hierher kommen. Der muss dann aber erstmal auch ein paar Rohstoffe kaufen. Wir können dann hier vor allem Schutzkreuze produzieren, hätte ich jetzt gesagt. Da fällt mir ein, wir müssen unser Warenlager auch noch erhöhen. So. Ja, die Kapazität machen wir auch gleich. Da investieren wir mal schön. Und wir haben schon wieder 22:30, meine Güte. Die Zeit vergeht hier aber rasant. So. Ja, das ist leider auch derzeit sehr sehr teuer. Ja, wir schicken es mal zum Marktplatz. Ganz herzliche Gratulation. Ihr habt eure Kenntnisse in Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs Handwerkskunst für jedermann ausgebaut. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Oh, wir sind jetzt ziemlich gut. Sehr schön. Und damit ist auch wieder dieses Jahr oder diese Jahreszeit vorbei. Wir sehen hier wieder unsere Werte. Unser Einkommen als Stadtschreiber sind 665. Die Umsatzsteuer durch unsere ganzen Gewinne waren jetzt schon 586. Dann nochmal der Kirchenzehnt, 352. Und Personalkosten. Das heißt, dieses Mal können wir mit unserem politischen Einkommen noch nicht diese Ausgaben hier deckeln. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wenn wir immer weiter aufsteigen in der Politik, verdienen wir auch mehr und haben dann sozusagen hier weniger Ausgaben und am Ende mehr Gewinne. So, aber jetzt kommt ja noch eine spannende Ratssitzung, bei der wir hoffentlich gewählt werden. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Ja, und wir können natürlich selbst mit abstimmen und wir nehmen natürlich Stadtschreiber Gaius Julius, also uns selbst. Selbstverständlich. So, wie entscheiden sich die beiden anderen? Ich hoffe doch für uns. Jawohl, wir haben schon jetzt gewonnen. 2:1 ist ja schon die Mehrheit. Und wir bekommen sogar noch einen dritten Stern. Alle drei Stimmen für uns. Jawohl, wir sind Ratsassistent, Leute. Ihr seht schon, wir steigen immer weiter auf in der politischen Hierarchie. Wir wurden einstimmig gewählt. Oh, König Ruprecht dankt ab. König Sigismund folgt ihm nach. Da haben die Kurfürsten aber einen gewählt. Immer in Geldnot, aber selten um Ausflüchte verlegen. Dieser Ruf eilte ihm voraus. Er kennt aber die Tricks und Kniffe, um Menschen zu gewinnen und wahrlich in nicht geringer Zahl auch die Frauen. Aber auch die ehrenwerten Herren der Politik. Johannes der 23. verhängt den Kirchenbann über Johannes Hus. Dieser lehrt an der Prager Universität und prangert die Missstände in der Kirche an, insbesondere das Schisma und die Unmoral der Geistlichen bis hinauf zu den Päpsten selbst. Ja, und nächste Runde geht's dann weiter im Winter 1411 und wir werden uns mit unserer neuen Tischlerei beschäftigen. Ihr habt gesehen, wir expandieren. Also, ihr könnt euch auf die nächste Folge, die Gilde, freuen. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.